und Georg Kessler. Einer der größten und auch einer der schönsten Pokale, die es in Rennsport und Gewinn gibt, wird dann gleich einen neuen Besitzer finden. Vorher gibt es natürlich den Lohrwerk-Kasten, aber was der ganze Stadt genießt es und hat nun also ein Lohrwerk-Kasten mit dem Pokal 2022 dazu. Und die schöne neue Siegerehrung, du begrüßt halt auch mit dabei bei der Siegerehrung mit dem Pokal. So, wir freuen uns sehr, dass auch die Prominenz mit dabei ist. Das hier ist ein Kanal, ist auch bei der Siegerehrung gleich die Blumen übergeben an einen erfolgreichen Fahrer. Und über das auch wird das heute mit Blumen und Orangen sind, denn wir haben jetzt viele Erfolge haben, wir erleben können für unsere Freunde aus dem Internet. Jetzt also gewinnt halt die Kessler mit Offizier 7. Viele Gratulanten gibt es, viele Geschenke und natürlich auch schöne Bilder für die Nachwelt, dass wir hier 2019 jetzt mal wieder den Bild-Pokal austragen konnten. Das ist schon mal ein großer Erfolg gewesen, aber dann noch so ein solcher Sieger zu erleben. Ich finde das in der Hand nochmal mit großem Applaus. Gratulation an den Sieger hier mit Kirche. So, dann haben wir uns jetzt hier gemacht, der hier das endgültige Ergebnis fürs siebte Rennensieger des